Anfang gab es auf der Welt kaum Unterscheidungen. Nur ein Unten und ein Oben. Oben ragten gigantische, ewige Bäume in den Himmel, welcher von unsterblichen Drachen bewohnt war, während unten nur ewige Dunkelheit herrschte. Die Welt befand sich in einer ewigen Stabilität, ohne Entwicklung und ohne Veränderung. Doch dann geschah im ewigen Nichts der Unterwelt etwas Unmögliches. Die erste Flamme entzündete sich, und mit ihr kam die Divergenz in die Welt. Es gab nun Leben und Tod, Licht und Dunkelheit, Kälte und Wärme. Und aus dem Schatten der Unterwelt erhoben sich humanoide Wesen. Geboren in der Dunkelheit sollten sie von nun an ewig das Licht suchen. In der ersten Flamme war etwas verborgen, Quellen großer Macht. Seelen, geborgen von den ersten Lords. Nito gelang es, ein mächtiges Stück der ersten Flamme an sich zu binden. Er erhielt die erste Lordseele und wurde zum ersten der Toten. Gwyn fand in den Flammen eine weitere Seele, eine Seele von gigantischer Macht. Er wurde der Lord des Lichts. Die dritte Lordseele wurde von der Hexe von Izalith geborgen. Sie wurde von da an mit Leben assoziiert. Doch es gab noch eine vierte mächtige Seele in den Flammen. Diese blieb unentdeckt von den anderen und wurde letztendlich von Furtive Pygmy, dem verstohlenen Zwerg, gefunden. Wenig ist über diese oft vergessene Gestalt bekannt, aber sicher ist, dass er die Macht der Seele nicht für sich behalten, sondern aufgeteilt hat. Er schenkte sie den anderen Gestalten aus der Finsternis. Kleine Teile seiner Seele, der Seele, die später als Dark Soul, die dunkle Seele, bekannt wurde. Aber wir kennen die Fragmente dieser Seele auch unter einem anderen Namen. Menschlichkeit. Denn durch das Verteilen der Lordseele erschuf Furtive Pygmy das Geschlecht der Menschen, was sie zu überaus mächtigen Wesen machte. Nichts im Vergleich jedoch zu den drei großen Lords. Und so verehrten die Menschen die Lords als Götter. Wie lange die Menschen in der Unterwelt lebten, ist unbekannt. Doch mächtige Bauten und unendlich altwirkende Ruinen in den Tiefen der Welt lassen heute noch erahnen, wie viele Generationen von Menschen in den Tiefen ihr Leben gelebt haben müssen. Doch auch in der ewig statischen Oberwelt der Drachen muss es eine Erschütterung gegeben haben. Ob diese mit dem Erwachen der Flamme zusammenhängt, wissen wir nicht. Aber etwas sehr Ungewöhnliches geschah. Seeth, der Schuppenlose, wurde geboren. Ein schuppenloser, bleicher Drache. Eine Abscheulichkeit unter den Drachen mit einem verheerenden Defekt. Im Gegenzug zu seinen Artgenossen war Seeth sterblich. Die genauen Motive für Seeths Aktionen kennen wir nicht. Vielleicht wurde er als Missgeburt verstoßen oder war getrieben von der Suche nach Unsterblichkeit und suchte die Macht der Lordseelen, um diese zu erlangen. Was es auch war, etwas trieb den Schuppenlosen dazu, ein Bündnis mit den drei großen Lords der Unterwelt einzugehen. Gemeinsam beschlossen sie, die Oberwelt zu erobern und die ewigen Drachen zu stürzen. So erhoben sich die Lords zusammen mit dem Drachen Seeth aus der Unterwelt. Gwyn und seine Armee von silbernen Rittern zerschmetterten mit ihren Lichtblitzen die Schuppen der Drachen. Die Hexe von Izalith und ihre Töchter verbrannten das Land. Und Nito brachte Krankheit und Tod in die Welt der Drachen. Betrogen von Seeth, einem der ihren, endete das Zeitalter der Drachen und das Zeitalter des Feuers begann. Gwyn errichtete die prächtige Stadt Anor Londo und belohnte Seeth mit einem Adelstitel und einem Teil seiner mächtigen Lordseele. Während sich Gwyn zur Aufgabe gemacht hat, alle verbleibenden Drachen zu jagen und zu vernichten, zog sich Seeth in seine Burg zurück, um sich seiner Forschung zu widmen. Gwyn herrschte nun zusammen mit einer Gruppe ihm Anvertrauter und mit seinen drei Nachkommen als Götter über die Menschheit. Seine Nachkommen waren sein unbekannter erstgeborener Sohn, den wir uns in einem eigenen Video später noch ansehen werden, die von allen geliebte Gwynnefer, die Prinzessin des Sonnenlichts, und Gwyndolin, die dunkle Sonne, welche aufgrund seiner Begabung für Mondmagie als Frau aufgezogen wurde. Seeth, der Schuppenlose, errichtete in seiner Burg ein gigantisches Archiv, in welchem er von nun an sein Leben der Suche nach einem Mittel zur Unsterblichkeit widmete. Vielleicht nur als Ergebnis seiner Experimente,
Vielleicht durch eine Liebesbeziehung mit der schönen Gwendolyn oder der Göttin der Sünde Velka, die die Sünde der Sterblichen protokolliert und bestraft hatte, zeugte er einen Nachkommen. Priscilla, ein Mischling, halb Drache, halb Humanoid. Gwyn sperrte das Mischwesen in die gemalte Welt von Ariamis, die in einem Gemälde verborgen lag, und ließ sie bewachen, denn Priscilla hatte keinen Platz in der Welt. Die genauen Gründe für Gwyns Handeln sind uns unbekannt. Wollte er sie vor der Welt verstecken oder gar schützen? Oder war er selbst an der Entstehung dieses Wesens beteiligt? Mehr zu Priscilla, ihrer Zeugung und ihren Nachkommen erzähle ich euch in einem späteren Video. Gwyn gewährte noch vielen anderen ein kleines Stück seiner Seele. So auch seinen vier mächtigsten Rittern, die fortan als die vier Ritter von Gwyn bekannt wurden. Drachentöter Ornstein, Artorias der Abyssgänger, des Lords Schwert Ciaran und Falkenauge Gok. Gewaltige Städte wurden auf der Oberwelt errichtet, darunter Ulasil und das gigantische Neulondo. Und Gwyn ernannte vier große Könige der Menschen, welche auch einen Teil der Seele Gwyns erhielten. Und er trug das Feuer der ersten Flamme über die gesamte Welt, um sie zu vernetzen. Und Feuerwächter wurden ernannt, um die Flammen zu hüten. Doch je heller eine Flamme brennt, desto schneller brennt sie aus. Und das Zeitalter des Feuers neigte sich dem Ende zu. Gwyn fühlte seine Macht schwinden und er fürchtete die Menschen, denn er wusste, dass eines Tages der dunkle Lord unter ihnen geboren werden wird, der die Menschheit in ein Zeitalter der Dunkelheit führt, ein Zeitalter ohne Götter. Um das Erlöschen der Flamme zu verhindern, versuchte die Hexe von Izalith mit Hilfe von Pyromantie die erste Flamme zu rekreieren, doch ihr Versuch scheiterte und sie erschuf versehentlich das Bett des Chaos, das sie selbst verschlang und die Dämonen in die Welt brachte. Gwyn und seine Streitmächte bekämpften die Dämonen und er schaffte es letztendlich, sie zurück in die Unterwelt zu drängen, nicht aber sie auszulöschen. Die mit Untoten bevölkerte Burg am Fuße Anolondos mag einst als Wachposten zur Verteidigung gegen Dämonen gedient haben. Zudem wurde Gwyns Herrschaft von einer weiteren Quelle bedroht. Eine Rebellion erhob sich gegen die Herrschaft der Götter. Viel ist über diese Rebellion nicht bekannt, aber viel deutet darauf hin, dass Havel der Fels, Bischof des Weißen Weges und ehemaliger guter Freund von Gwyn, die Rebellion anführte. Aber sicher ist nur, dass sich die Menschen gegen ihren Herrscher und Gott erhoben haben. Ihre Rebellion scheiterte jedoch. Und dass Havel in einen Turm gesperrt wurde, könnte auch andere Gründe gehabt haben. Doch es gab noch eine weitere Gefahr. Die Abyss machte sich breit. Eine alles verschlingende Dunkelheit, geboren in der Stadt Ulasil, aus einer korruptierten Version von Menschlichkeit. Nachdem die Stadt Neulondo von der Abyss samt der vier großen Könige verschlungen wurde, flutete man die Stadt in der Hoffnung, die Abyss stoppen zu können. Doch auch wenn man so wenigstens die Dark Wraths, mutierte Ritter, die unentwegt Jagd auf Menschlichkeit machen, einsperren konnte, ließ sich die Abyss nicht so leicht stoppen. In diesen dunklen Zeiten verließ Gwyn Anolondo mit einigen seiner getreuen silbernen Ritter, um die Flamme am Leben zu erhalten und das Zeitalter der Flamme künstlich zu verlängern, indem er seinen Körper und seine Seele der Flamme opfert. Doch die silbernen Ritter waren vor der sterbenden Flamme nicht geschützt und sie verbrannten. In schwarzer Rüstung und ohne Verstand durchstreifen sie seither die Lande. In der Zwischenzeit sollte Gwyns Vertrauter Framp, der Königssucher, einen neuen mächtigen untoten Lord finden, der der Flamme als Opfer gebracht wird, um das Zeitalter des Feuers zu verlängern. Der Ritter Ornstein sollte zusammen mit dem grausamen Henker Smaug den Thronsaal bewachen. Artorias der Abyssgänger machte sich mit seinem treuen Freund, dem Wolf Sith, auf, um die Quelle der Abyss zu finden und zu vernichten. Doch er wurde selbst von der Abyss verschlungen und verstarb. Sith bewacht seitdem sein Grab. Die Magie wurde von Seath, dem Drachen, entdeckt. Getrieben vom Verlangen nach Unsterblichkeit und verrückt, erschuf er etliche abscheuliche Kreaturen, darunter die Kristallgolems, die für ihn Menschen entführten und zu ihm brachten, um grausame Experimente an ihnen durchzuführen. Seine Archive, einst Hort des Wissens, verkamen zu einem Kerker voller Abscheulichkeiten. Gwynnefer,
Prinzessin des Sonnenlichts, mag Flammengott Flan geheiratet haben. Vielleicht ist dies jedoch nur eine Legende. Sicher ist nur, dass sie zusammen mit fast allen Göttern und niederen Autoritäten aus der Stadt Anor-Londo flohen. Nur Gwyndolin blieb zurück, um den Auserwählten. Sollte Framp der Königssucher ihn finden und zu ihr schicken, durch seine Illusionen weiter zur ersten Flamme zu leiten. 1000 Jahre und mehr mögen seit dem Verschwinden von Gwyn vergangen sein, und die Welt der Menschen scheint mehr und mehr zu verfallen. Unter den Menschen breitet sich das dunkle Zeichen aus. Träger dieses Zeichens erhalten ewiges Leben. Manche hielten es für einen Segen der Götter, andere fürchteten dahinter einen Fluch. Träger dieses Zeichens waren an das Feuer gebunden. Nach ihrem Tod würden sie einfach nahe eines Feuers wieder erwachen. Doch jedes Mal verlierten sie dabei ein Stück ihrer Menschlichkeit, das es wieder zu erlangen galt. Und wenn ihre Aufgaben erfüllt waren oder ihr Wille an einer Aufgabe zerbrach, vergaßen sie langsam, wer und was sie waren, und es blieben von ihnen nur noch Hüllen übrig. Ewig wandelnde Untote, lechzend nach den Seelen der Lebenden. Viele der einst von Leben erfüllten großen Städte standen nun leer oder sind gefüllt mit gefährlichen Hüllen, Dämonen oder Schlimmerem. Zudem scheint die Zeit aus dem Fugen geraten zu sein. Alte Helden wandeln unter den Lebenden und Schemen fremder Geister schimmern durch das Gefüge der Welten. Eine Anstalt wird errichtet, um dem wachsenden Herrn der Untoten Einhalt zu gebieten. Dort werden die Träger des dunklen Zeichens eingesperrt, um auf das Ende der Welt zu warten. Und dort beginnt auch der erste Teil der Dark Souls Trilogie. Doch diese Geschichte erzähle ich euch beim nächsten Mal. Praise the Sun. Macht's gut.